In diesem Video sprechen wir über einen Film, der sich rund um den berühmtesten amerikanischen Musikdirigenten dreht. Und zwar um Leonard Bernstein. Leonard Bernstein war Sohn russischer jüdischer Einwanderer. 1918 wurde er in Lawrence in den USA geboren. Er wurde der bekannteste Dirigent der Vereinigten Staaten. Aufmerksamkeit erhielt er am 14. November 1943, als er mit 25 Jahren für den erkrankten Bruno Walter die Leitung des Konzertes übernahm, das damals landesweit ausgestrahlt wurde. Danach arbeitete er als Chefdirigent des New York City Symphony Orchestra und war auch regelmäßig Dirigent der New Yorker Philharmoniker. Aber auch außerhalb Amerikas wurde er häufig als Gastdirigent angefragt. An Universitäten unterrichtete er sein Fachgebiet zusätzlich. 1989 wurde er dann Musikdirektor der New Yorker Philharmoniker. Bernstein war allerdings nicht nur Dirigent, sondern auch Komponist. Neben Symphonien, Opern und Filmmusiken machten vor allem seine Kompositionen des Musicals West Side Story ihn weltberühmt. Er kreierte aber auch noch weitere Broadway-Partituren wie On the Town und Wonderful Town. Sein Stück Mass wurde 1981 als erste amerikanische Bühnenkomposition an der Wiener Staatsoper aufgeführt. Bernsteins Auftritte wurden des Öfteren sogar im Fernsehen ausgestrahlt, womit er nicht nur klassische Musik für ein breiteres Publikum greifbarer machte, sondern auch Preise dafür erhielt. Zum Beispiel 10-mal ein Emmy, den Prix Italia und die beste Dokumentation beim Robert Flaherty Award 1986. Als wichtige Persönlichkeit des Musikalischen Lebens erhielt Bernstein auch dafür zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen. Er starb 1990 in New York. Genau, hier mal ein kurzer und kleiner Anriss über das Leben von Leonard Bernstein, in dem es in dem Film Maestro geht. Neben der Hauptrolle übernimmt die Regie auch Bradley Cooper, womit dies sein zweiter Film ist, bei welchem er Regie führt. Sein erstes Regiedebüt war bei A Star is Born. Die Länge des Films beträgt 2 Stunden und 9 Minuten und das Genre, das wir dem Film zuordnen können, ist Biopic. Lass uns nochmal über ein paar interessante Hintergründe reden, bevor wir auf den Inhalt zu sprechen kommen. Der Film feierte bereits im September seine Premiere beim Filmfest in Venedig, bei welchem auch tatsächlich Leonards 3 Kinder anwesend waren. Eigentlich wollte Steven Spielberg diesen Film auf die Leinwand bringen. Dann sah er allerdings den ersten Grobschnitt von Bradley Coopers Regiedebüt A Star is Born, ging dann zu Cooper hinüber und sagte zu ihm: Du machst Maestro. Nicht nur Spielberg ist als Produzent an dem Projekt beteiligt, sondern auch noch Martin Scorsese. Dem Film eilte allerdings eine Kontroverse voraus. Bei dieser ging es um eine Nasenprothese, die Bradley Cooper für seine Rolle getragen hatte. Diese vergrößerte Nase wurde tatsächlich von sehr vielen Leuten kritisiert, da diese halt eben jüdische Stereotypen bedienen würde. Allerdings hatte ich gelesen, dass die Kinder von Bernstein wohl völlig okay mit dieser Nase waren. Und außerdem fanden sie auch, dass Bradley Cooper sehr gut Arbeit darin geleistet hat, die 3 Kinder in den Film mit zu integrieren, also sich ihre Erfahrungen und Erinnerungen auch anzuhören. Er versuchte wirklich diesen Film sehr authentisch zu machen. Was Bradley Cooper persönlich auch mit dem Film verbindete, ist wohl seine Liebe für klassische Musik und sein Wunsch als Kind auch mal Dirigent zu sein. Worum geht es inhaltlich in Maestro? Der Film verfolgt das Leben von Leonard Bernstein, aber setzt den Fokus eher auf die Ehe mit seiner Frau Felicia Montealegre, wodurch sich die Geschichte über 30 Jahre erstreckt. Felicia, die 1922 in Costa Rica geboren wurde, aber dann in Chile aufwuchs, war eine Bühnen- sowie Fernsehschauspielerin. Zusätzlich war sie aber auch soziale Aktivistin, was der Film allerdings überhaupt nicht aufgegriffen hatte. Sie setzte sich sehr für Arbeitsrechte für Frauen ein, beteiligte sich an Antikriegsbewegungen und war auch gegen Rassismus. Kommen wir hinüber zu den positiven Aspekten. Sprechen wir zuerst über das Technische. Also ich finde erstmal, die Maskenarbeit ist wirklich sehr, sehr toll geworden. Bradley Cooper sieht vor allem dem Vorbild, Leonard Bernstein, wirklich recht ähnlich. Ich fand es auch sehr gut, wie die Maske diese Alterungsprozesse darstellen konnte. Ich fand, das sah alles wirklich sehr natürlich aus. Ebenfalls toll waren natürlich auch die Kostüme, die sehr zu der Zeit gepasst haben. Auch sehr nett fand ich eigentlich die Idee, den Film in Schwarz-Weiß zu beginnen, bis er dann schließlich irgendwann in Farbe war, was eben auch die zeitliche Entwicklung darstellte. Deutete also darauf an, dass wir uns dann schon in den 1960er Jahren befanden. Der Film sieht an sich einfach auch sehr gut aus.
ist sehr kreativ inszeniert worden. Wir kriegen wirklich vielseitige Bilder durch die Kamera. Beispielsweise kriegen wir direkt am Anfang eine sehr imposante Kamerafahrt. Die Kamera nimmt verschiedene, aber auch sehr interessante Winkel ein und wandert auch gerne mal durch den Raum oder zoomt langsam auf die Darstellenden drauf und fängt generell einfach sehr, sehr schöne und ästhetische Szenenbilder ein. Besonders fand ich auch an diesem Film die sehr langen Szenen, die ohne Schnitte funktioniert haben. Hier dürfen wirklich Bradley Cooper und Carey Mulligan, die Frau Felicia spielt, wirklich sehr tolle, natürlich wirkende Konversationen führen und ihr Zusammenspiel funktioniert wirklich brillant. Also die beiden sind wirklich einfach nur sehr tolle Schauspieler. Ich mochte auch sehr die Szenen, wo eben Musik produziert wurde oder er dirigierte. Das fand ich mal mitunter die stärksten Szenen. Auch Bradley Cooper wirklich in dieser einen Szene in der Kirche, wenn es das war, wirklich sehr viel aus sich herausgeholt und es schien auch wirklich sehr nah an Bernstein gewesen zu sein. Mit einer der stärksten Aspekte dieses Films sind wirklich die Performances von Bradley Cooper und Carey Mulligan. Die waren wirklich facettenreich, die waren echt und die waren einfach nur einnehmend. Also das ist wirklich einer der größten Stärken dieses Films, deren Performance sehen zu dürfen. Und wie toll sie zusammen funktionieren, wie toll sie Emotionen herausholen. Vor allem auch Carey Mulligan am Ende und auch wie gut Bradley Cooper diese Gewohnheiten oder auch Sprechgewohnheiten von Bernstein darstellte. Also dieser ganze Aspekt des Schauspiels war wirklich sehr genial. Allerdings gibt es auch ein paar negative Aspekte und zu denen kommen wir jetzt. Man muss wirklich sagen, dass bei diesem Film die Musik tatsächlich eher eine Nebensache ist. Der Fokus liegt wirklich auf die Beziehung von den beiden und ist damit nicht unbedingt auf Bernstein und seiner Karriere, sondern eben auch auf seiner Frau. Seine Musik wird allerdings häufiger beispielsweise als Filmscore eingesetzt oder wir sehen dann eben auch Szenen, wo er dirigieren darf. Aber für ein Biopic muss man ehrlich sagen, erfährt man leider relativ wenig über ihn als Komponist und Dirigent. Was leider schade ist. Dass Bernstein zum Beispiel West Side Story gemacht hat, das wird gefühlt in nur zwei Sätzen erwähnt und dann wird auch ein Stück davon als Hintergrundmusik eingefügt. Und das war's dann irgendwie. Ich beispielsweise wusste so gut wie gar nichts über Bernstein, wo ich mir diesen Film angeguckt habe. Und schon während ich den Film geguckt habe, habe ich gemerkt, dass ich im Nachhinein sehr, sehr viel nachrecherchieren muss, weil der Film es mir nicht zeigt und eigentlich auch zum Teil viele Fragen aufwirft. Mir war also klar, dass ich vieles halt nochmal nachschauen muss, um das Ganze überhaupt richtig einordnen zu können. Wo ich dann eben recherchiert habe, ist mir auch aufgefallen, dass einige Sachen im Film irgendwie nicht so gut rüberkamen. Beispielsweise waren die beiden am Anfang verlobt, haben dann aber ihre Verlobung gelöst und sie war dann mit dem auch im Film gezeigten Schauspieler Richard Hart zusammen, bis dieser frühzeitig mit 35 Jahren verstarb. Und daraufhin hat sie sich dann im selben Jahr nochmal mit Bernstein verlobt und ihn dann auch geheiratet. Das wird allerdings im Film überhaupt nicht so deutlich. Auch werden nur Bernsteins Affären mit Männern gezeigt und überhaupt nicht erwähnt, dass er auch einige Affären mit Frauen hatte, wo ich mich auch gefragt habe, warum eigentlich? Warum wird das nicht gezeigt? Generell ist das große Problem an diesem Film, dass seine Charakterisierung einfach nicht greifbar ist. Was genau sind also jetzt seine Probleme, die so viel Fokus in dem Film einnehmen? Ist es seine Rastlosigkeit? Ist es, dass er sich nicht selbst akzeptieren kann? Dass er seine Wahrheit nicht leben kann als bisexueller Mann in den 50er, 60er, 70er Jahren? Dass er sich in seiner Ehe gefangen fühlt? Dass er zu egoistisch und selbstfokussiert ist und sich nicht so viel Zeit für seine Frau und seine Familie nimmt? Dass er nicht das Potenzial entfalten kann, was er gerne entfalten würde? Seine Frau wirft ihm zum Beispiel in einer sehr gut geschauspielerten Szene diese ganzen Sachen vor. Aber ich finde, die werden im Film zum Teil nicht wirklich gezeigt oder nur angedeutet. Und das Problem ist halt, wenn man als Zuschauer keine Ahnung über Bernsteins Leben hat, dann weiß man überhaupt nicht, was da wirklich gemeint wird und gezeigt wird. Es wird vieles dann eben halt angedeutet, aber nicht weiter erklärt. Und das sehe ich als Problem für Leute, die halt nicht sehr viel Ahnung über Bernstein haben, über sein Privatleben haben, über seine Struggles als Musiker eventuell auch. Das funktioniert leider für diese Art von Zuschauern nicht so gut. Ich meine, ich weiß zum Beispiel, dass ein großer Teil, was ihn innerhalb dieses Films belastet, seine Bisexualität war und dass er sich halt sehr lange verstecken musste. In meiner Recherche fand ich auch heraus, dass er sogar zur Therapie ging, um sich von diesem Problem
heilen zu lassen, was ich wirklich unnormal traurig fand, wo ich das gelesen habe, weil wie schlimm muss er wirklich darunter gelitten haben, weil er von seinem Umfeld, von der Gesellschaft damals das Gefühl bekommen hatte, dass irgendwas mit ihm falsch ist. Also das tut mir einfach nur unnormal leid für ihn. Aber die restlichen Aspekte von seinem Charakter und von seinem Problem konnte ich nicht zu 100% nachvollziehen, während ich diesen Film geschaut habe. Weil der Film es eben nicht schafft, sie uns näher zu bringen. Wer Leonard Bernstein also im Endeffekt war, weiß ich, nachdem ich den Film angeschaut habe, nicht wirklich. Auch fand ich es schwierig, dass die Timeline in dem Film nicht so ganz klar war. Wir springen die ganze Zeit in Jahren. Wir sehen zum Beispiel die ganze Zeit anhand der Veränderungen der Akteure, also wie sie zum Beispiel altern, dass Zeit vergeht, aber wir wissen zum Teil gar nicht, wie viel Zeit gerade vergangen ist, wenn da auch immer ein größerer Zeitsprung passiert ist. Deshalb konnte ich wirklich kaum einordnen, in welcher zeitlichen Dimension wir uns gerade befinden. Das fand ich auch ein bisschen schwierig. Also da hätte mir einfach so eine grobe Jahreszahl, die irgendwo einfach im Bild, vielleicht hier in der Mitte oder mal hier unten irgendwie eingeblendet wird, das hätte meiner Meinung nach wirklich nicht geschadet. Einfach nur, damit ich ein bisschen Orientierung als Zuschauer habe. Dann kommen wir jetzt auch schon zum Fazit. Also, ich will an der Stelle sagen, dass ich wirklich sehr viel Potenzial in Bradley Cooper als Regisseur sehe. Also als Schauspieler hatte das für mich sowieso schon in A Star is Born bewiesen. Also ich finde, seine Stärken als Regisseur liegen wirklich in diesem artistischen Stil, in dieser kreativen Kamera und eben diesen tollen, natürlichen Dialogen, die er so lange mit diesen Longshots einfängt. Also ich bin sehr gespannt, was er noch alles in Zukunft machen wird. Doch kommen wir jetzt nochmal zu Maestro zurück. Ich bin leider sehr zwiegespalten, was den Film angeht. Dieser Film ist ein Biopic. Ein Biopic, das sich letztendlich auch nicht nur auf eine Person bezieht, sondern auf zwei. Da finde ich es auch schade, dass zum Beispiel die zweite Person, die halt eben Felicia war, dass sie dann irgendwie auch zum Teil viel zu wenig beleuchtet wurde. Also zum Beispiel, dass eben diese ganzen Aspekte, wie dass sie so eine wichtige Aktivistin war, dass das überhaupt nicht erwähnt wurde, fand ich auch sehr, sehr schade, weil das nimmt auch sehr viel von ihrem Charakter weg und was sie alles getan hat. Und das größte Problem ist wirklich für mich, dass ich einfach als Zuschauer immer noch nicht weiß, wer eigentlich Leonard Bernstein jetzt so wirklich war. Ich musste vieles nachrecherchieren und eben auch ein paar Meilensteine seiner Karriere überhaupt irgendwie mal kennenzulernen. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe den Film gestern geguckt und wenn ich an den Film zurückdenke, dann denke ich zum Beispiel in erster Linie an die tollen Performances der Schauspieler. Ich denke an die Kreativität der Produktion, aber ich denke nicht an die Story zurück. Und das finde ich als ein Film, der ein Biopic ist und es mir dann nicht schafft, diese Person so richtig näher zu bringen, finde ich sehr schade. Und das ist auch der Grund für mich, warum dieser Film trotz aller seiner Stärken, die er hat, dann leider eben nur 3 von 5 Sternen von mir bekommt. Ich finde es sehr schade. Ich habe mich eigentlich auf Maestro gefreut. Ich habe auch sehr viel Potenzial gesehen. Ihr könnt mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr vorhabt, Maestro zu gucken, ob ihr Maestro vielleicht schon gesehen habt und was eure Meinung dazu ist. Man kann diesen Film zum Teil schon seit Anfang Dezember in vereinzelten Kinos schauen, aber jetzt auch seit dem 20. Dezember läuft er auf Netflix. Gut, ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen sehr schönen und einen sehr angenehmen Tag. Viel Spaß beim Filme oder Serien oder Anime gucken und sage an der Stelle, ciao!